Mit einem großen Sprung geht es weiter zurück in die Vergangenheit. Über 1200 Jahre vor unserer Zeit. Was glauben Sie, hat Karl der Große gegen Kopfschmerzen getan? Oder was hat der gute Mann eingenommen, wenn er mal so richtig doll den Husten hatte? Naja, eins steht fest, Hustenbonbons sind keine Erfindung ihrer Zeit und auch keine Erfindung der Schweizer. Hustenbonbons haben die Mönche erfunden, denn jahrhundertelang ging alles medizinische Wissen eigentlich von den Klöstern aus. Und Hustenbonbons, die gab es in Deutschland tatsächlich schon im Jahr 800 nach Christus. Das Rezept steht im Lorscher Arzneibuch. Das Kloster Lorsch war in der Karolingerzeit ein Wissenszentrum. Heute ist es das am besten erhaltene Bauwerk jener Epoche. Das Arzneibuch, die älteste erhaltene medizinische Handschrift deutscher Herkunft, niedergeschrieben um das Jahr 795. Jetzt aber zu Karl dem Großen und seinem Husten. Herr Meier, was hat er denn genommen, der Karl? Er hätte sich zum Beispiel einen Hustenbonbon machen lassen. Dazu hat man ihm als Hauptbestandteil Ingwer genommen. Also eine Pflanze, die eigentlich aus China kommt. Erstaunlich, dass die damals schon zu haben war. Und was bewirkt der Ingwer? Der Ingwer, der galt als wärmend. Und Wärme ist natürlich immer gut bei Erkältungskrankheiten. Außerdem hat er eine desinfizierende Wirkung. Neben Ingwer gehört Andorn zu dieser Rezeptur, ebenso wie Üsop. Diese alten Heilkräuter sind heute kaum noch bekannt. Anders als die wohltuende Wirkung des Honigs. Lässt man diese Mischung 8 Tage lang in der Sonne trocknen, hat man eine feste Masse, ein Hustenbonbon, nach einem 1200 Jahre alten Rezept. Kräftig, aber gut. Das Lorscher Arzneibuch, was war daran so speziell? Erstaunlich ist vor allem das sehr hohe Niveau, das uns da entgegentritt. Und außerdem, dass in der Einleitung noch extra begründet wird, warum man überhaupt Medizin geben darf. Mhm. Denn ursprünglich galt ja die Krankheit als eine Strafe Gottes. Und wer Kranke heilt, der pfuscht ja damit praktisch Gott ins Handwerk. Das heißt, so ein medizinisches Rezeptbuch hätte es eigentlich gar nicht geben dürfen? Ja, eigentlich nicht nach dieser Auffassung. Aber es wird eben dann auch ausgeführt, dass Gott eben die Arzneipflanzen auch für den Menschen geschaffen hat und dass es ein Werk der Barmherzigkeit ist, einem kranken Mitbruder zu helfen. Zum hohen Niveau nochmal, was gab es da für Beispiele? Man hat zum Beispiel schon Johanniskraut gegen Depressionen eingesetzt und es war eine richtige Sensation, als man entdeckt hat, dass im Lorscher Arzneibuch der Baldrian bereits gegen Schlafstörungen empfohlen wurde. Geht es da eigentlich nur um pflanzliche Dinge? Nein, es gibt zum Beispiel auch tierische Produkte und da könnten Sie eigentlich gleich eins holen. Na gut. Jetzt könnte man ja glauben, mit tierischen Produkten sei Milch gemeint. Milch mit Honig kennt man ja, hilft auch sicherlich. Oder auch mal ein Ei. Aber nein, was gemeint ist, ist Schiet vom Schaf. Und wer darf ihn wieder einsammeln? Na klar, der Zeitreisende und das bin nun mal ich. Purer Schafsschiet von der Wiese. Was soll denn jetzt daraus werden? Ja, ein Medikament. Und zwar ein entzündungshemmendes, ja sogar antibiotisch wirksames Medikament. So was kannte man damals schon? Das konnten die damals schon herstellen. Hauptbestandteil ist allerdings dieser Schimmelkäse. Und der wehrt sich jetzt gegen eine Infektion von diesem Schafsdreck und erzeugt dadurch einen antibiotischen Schimmel. So wie praktisch Penicillin. Also der Käse hat Sorge sozusagen, dass der Schafsdreck ihm was antut, genau. Entwickelt gegen den Schafsdreck Antikörper und schon genau. Ist das Medikament fertig. Ja, und damit er das besser, schneller noch entwickeln kann, dann nehmen wir noch den Honig dazu. Als Treibmittel? Als Treibmittel. Aber jetzt ganz gleich, ob Schafschiet oder irgendwelche Kräuter. Wie kommt ein Mensch da drauf, dass das medizinisch wirkt? Ja, in der Not haben die Menschen eben zu allem gegriffen, was so im Haus da war und um das Haus herum gewachsen ist. Die Kräuter, eben, aber auch eben der Schafsdreck, der da war, den hat man eben ausprobiert. Das heißt, man hat schon in Kauf genommen, dass auch öfter mal einer hops geht?
Das hat sich natürlich so ergeben. Sterben hat damals noch viel stärker zum Leben dazugehört als heute. Aber man hat ja seine Erfahrungen gemacht und hat dann auf der Methode Versuch und Irrtum das immer weiter verbessert. Und schließlich wurde tatsächlich dadurch einiges auch erreicht. Das Medikament wurde rein äußerlich angewandt, klar. Moderne wissenschaftliche Forschungen haben aber die Wirkung des Heilmittels bestätigt. Auch wenn man wegen der Infektionsgefahr nach heutigem Wissenstand natürlich dringend davon abraten muss. Das muss man sich mal vorstellen. Im Jahr 1928 erst hat ein gewisser Herr Fleming herausgefunden, dass bestimmte Schimmelpilze Bakterien am Wachsen hindern. Und so war das Penicillin erfunden. Rund 1200 Jahre vorher saßen hier in Lorsch schon Mönche und haben nach genau dem gleichen Prinzip ihre Medikamente zusammengemixt. Und die haben auch funktioniert. Das ist doch der Hit, oder? Also ich muss schon sagen, das Jahr 800 war eine tolle Zeit.